Welcome back to another German Food Review, and it's Burger King time, Burger King. And yeah, it's a new burger available, at least in Germany, and this one is called the Long Cheeseburger. Okay, but look at this burger here. Yeah, look at it. And look at the cheeseburger. Here's a cheeseburger. And now look at the Whopper. Okay, this thing is more a Whopper than a cheeseburger. Just the pickles are missing. The rest is exactly like a Whopper. Okay, calories for this one. Let's check that out. 624. And yeah, fat, of course. Okay. Price is 2 euro. Reduced, of course. Everything at Burger King is reduced. So they sell a lot of stuff. Here's the burger. And napkins. Okay, and here's the bill. And yeah, it's called the long chicken on the bill. It's too new or so. But yeah, price is correct. 1.99 euro. Yeah. Okay. Empty. Let's take a look. That fits strange. Very soft in the middle. Anyway. Okay, what's wrong with the bun? I mean, I eat this long stuff quite often, like the extra long chili cheese, and yeah, it looks different, definitely. Let's check that again. Oh, what's the long chicken? Oh, you can't see it. Yeah, I think this is wrong. Something is wrong with the bun. Okay, anyway, let's investigate lettuce. And what is, it's very soft in the middle. And yeah, it's messy, it's like a Whopper. And yeah, it's from Burger King, of course. It looks like Burger King. What's wrong here, come on. Okay, ketchup, mayo, as you can see here, and lettuce, 1-2 slices of ultra juicy tomatoes. They are definitely too juicy for me, and 2 small beef patties, and it's dripping, and onions, and 2 slices of cheese. It's quite a lot for 2 euro, but the bun is a little bit strange today, but okay. And I need napkins, look at this. Yeah, something is hard to do, I think, with this one. But let's try it. I think this is impossible. Ooh. Yes, it is impossible. Look at this. I hate the Whopper, not the taste, just the burger. And that is the same stuff. This is very hard to eat. Okay. No, let's do it quick. Go away. Yeah, interesting. Okay, yeah. Oh, what? I think the bun is a little bit too small for this stuff. It's incredibly difficult to hold. Okay, right here. Yeah, tastes like a Whopper. It's messy like a Whopper. That is too messy. Yeah, it tastes fine. Very fresh, nice beef flavor. Yeah, it's like it's exactly like a Whopper, and there's cheese on it. It's more than a standard Whopper. Interesting. Maybe they don't want to hurt the Whopper brand. Yeah, and lettuce. Yeah, it's fresh, but
Messy. But very tasty. That's an everyday taste, yeah. This one more tiny bite. Look at the burger. Right here. Okay. Yeah, beef, freshness, ketchup, creaminess from the mayo. Definitely a thumbs up, and for €2, this is a very good deal. If you're in Germany, you should try this one. If you like a Whopper, then this is a must have. Okay, definitely a thumbs up for Burger King. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt noch mal etwas von Burger King. Und zwar gibt es einen neuen Burger. Das ist der Long Cheeseburger. Und ihr solltet euch mal diesen Burger angucken. Genau merken, was drauf ist. Und dann guckt ihr euch einfach mal einen Cheeseburger an. Wo ist denn der hier? Das hat eigentlich nichts mit dem Standard Cheeseburger zu tun, sondern eher, guckt mal hier hin. Ja, das sieht eher wie ein Whopper aus. Heißt aber Cheeseburger. Okay. Und der ist neu, von heute glaube ich. Und der kostet nur 2 Euro im Anfangsangebot, King Deal. Und das ist ein sehr guter Preis dafür, würde ich sagen. Obwohl diesmal irgendwas mit dem Brötchen hier falsch ist. Guckt euch mal dieses mickrige Ding an. Also es ist nicht wirklich klein, aber irgendwie sieht es komisch aus. Und ich esse den extra long chili cheese ziemlich oft oder habe ihn oft gegessen. Und das sah nie so aus. Ja, ist auch... Ja, es ist eigentlich ein Whopper. Ja, ein Whopper ohne Gurken. Hat nichts mit Cheeseburger zu tun. Und so isst sich das Ding auch. Das ist nämlich sehr messy hier. Alles rutscht runter, dann klebt alles. Und wie ihr hier seht, und wenn ihr euch das hier einfach mal anguckt, die habe ich schon gebraucht. Okay, ja. Egal, lasst uns mal angucken hier. Haben wir die Kalorien vergessen? Macht nichts. Es sind zwei sehr, eigentlich schon übertrieben saftige Tomaten drauf. Dann etwas Salat. Natürlich das Brötchen hier, und diesmal sieht es ein bisschen komisch aus. Zwei Scheiben Käse, kleine, und der Standard-Whopper hat zum Beispiel keinen Käse. Und hier seht ihr, wie es sich runtertropfen möchte. Aber das lasse ich nicht zu. So. Und natürlich zwei kleine Beef Patties. Ja. Mayonnaise ist auch noch drauf. Und Zwiebeln waren noch drauf. Ich weiß nicht, ob die noch eine drauf ist. Oder ob ich die schon weggegessen habe. Okay. Ich mal sagen, genau hier. Ist auf den Boden getropft. Der Ketchup ist viel zu dünn, aber schmeckt lecker. Hier, könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich heb mal ein bisschen vor hier. Da ist auch was. der Burger ist schon sehr lecker. Also gegen den Geschmack habe ich nichts, aber gegen den Whopper habe ich... insgesamt was, und auch gegen diesen Burger hier, denn die sind verdammt schwierig zu essen, aber schmecken trotzdem gut. Sogar sehr gut eigentlich, sehr lecker, so ein, könnte man jeden Tag essen. Ist nicht zu extrem oder so, ist einfach frisch und schmeckt nach Beef. Ja, und ein bisschen nach Ketchup. Ja, schmeckt genau wie ein Whopper. 1:1. Okay, nur die Gurken fehlen wahrscheinlich. Aber schmeckt trotzdem wie ein Whopper. Oh oh. Ja, wenn ihr damit umgehen könnt. Oh, das sieht aus hier, ey. Tut mir leid. Wenn ihr mit so einem Essen umgehen könnt, solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Kostet nur 2 Euro. Hier ist Long Chicken drauf, der irgendwie zu neu ist, war noch nicht drin oder so. Aber für 2 Euro ist das wirklich ein sehr guter Burger. Und ja, ist eher
eher der frische Burger und hat weniger Kalorien, habe ich vergessen euch zu zeigen. Mache ich mal noch schnell. Das sind hier eher die Heavy Burger, scharf. Das Ding ist halt überfettig und das ist hier frisch. Und der hat auch die wenigsten Kalorien, nämlich nur 624. Ja. Können wir mal das letzte Stückchen noch essen? Oder probieren? Ja. Der ganze Boden ist vollgetropft. Okay. Es gibt trotzdem einen Daumen nach oben, denn es schmeckt sehr lecker. Das ist einfach ein guter Burger, schmeckt wie ein Whopper. Nur ich bin zu doof, das zu essen. Ja, könnt ihr mal testen und Bescheid sagen, wie es bei euch aussah. Alles klar. Noch was vergessen? Nö. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.